Ich komme zu den Blizzard Tracks. Scheint ein Fantasiefahrzeug zu sein. Also sowas Ähnliches habe ich schon mal gesehen. Also es gibt, aber es ist halt mit diesen, wenn man es jetzt zum Beispiel für die Xbox machen will, darf man halt keine Markenlogos nicht verwenden. Und deswegen denke ich, dass derjenige da einfach angelehnt an ein anderes Fahrzeug oder eine andere Marke quasi dann erstellt hat. Es gibt da zwei Versionen. Jetzt schauen wir mal ins Baumenü. Gibt es als normale Version und nochmal als Forstversion. Da kommt dann so ein Gitter dazu. Farben kann man ändern. Hat 600 PS, stufenloses Getriebe, 600 Liter Kraftstoff, fährt 50 km/h schnell. Gut, das ist anscheinend ein bisschen Fantasiewerte, die Geschwindigkeit, und ja, tanken 600 Liter. Ja, das könnte vielleicht hinhauen. Und wiegt 16,6 Tonnen. Farbe kann man halt noch verändern. Kostet 600.000 Euro. Er hat hinten so ein Rohr quasi, wo er die Hackschnitzel oder halt die kleinen Holzteile, wo er hat, quasi auf dem Anhänger aufladen kann. Hat noch so eine 3-Punkt-Anhängung hinten und einen normalen Kugelkopf auch. Genau. Vorne ist diese Fräse dran, wo man halt auch Baumstümpfe fräsen kann. Man kann es hoch machen, man kann es runter machen. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Baum, wenn man falsch oder manchmal kann es passieren, dass sich nur so eine Baumscheibe rauslöst, und dann kann man das halt auch mit ein bisschen abfräsen. Oder wenn man jetzt hohe Stümpfe hat, also jetzt in echt hohe Stümpfe, dann fängt man halt oben an und arbeitet sich so nach, kann man noch schwenken. Er hat einen Raupenantrieb, kein Lenkrad. Um quasi anzuschalten, muss man dieses Rohr erstmal ausfahren. Dann kann man die Baumstumpffräse quasi anschalten. Schauen wir mal, in welche Richtung müssen wir denn, eine andere. Inzwischen hat es jetzt auch schon angefangen zu schneien. Gut, wenn wir jetzt Dezember, es ist ja von der Tageszeit oder vom Sonnenstand ja auch nicht unbedingt optimal. Also es ist jetzt, trotz dass es 10 Uhr ist, relativ dunkel. Durch den Schnee noch dazu. Aber da will ich jetzt das Wetter nicht umstellen. Das ist halt so, wie es ist. Man muss halt, wenn man die Baumstümpfe abfräst, die richtige Einstellung von der Fräse vorne finden. Und dann kommt es auch darauf an, wenn man jetzt auf dem geraden Terrain fräst, dann reicht meistens eine Einstellung. Aber wenn man jetzt an Hängen fräst und fährt hoch und dann wieder runter, dann muss man meistens die Einstellung wechseln. Was ich jetzt an der Fräse im Vergleich zu den Standardfräsen mehr mag, oder warum ich diese benutze, ist bei den Standardfräsen, da wird halt, oder zumindest bei diesen, die wo so ähnlich sind wie die, wird halt der Boden quasi mit auf oder gepflügt oder halt zum Feld umgewandelt. Und das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich jetzt da will.
Da sieht man jetzt zum Beispiel, bei der anderen hat es gepasst, die Einstellung hat sich jetzt nicht verändert. Das ist ein bisschen spezieller, dann senken wir es mal ein bisschen weiter ab. Kann auch sein, dass er nicht mehr so hoch rausgeschaut hat, also dass er quasi zu oder relativ weit unten dann abgeschnitten wurde. Und dadurch der Bereich, in dem die Fräse da arbeitet, nicht mehr erreicht wird. Diese Fräse hat auch einen Tank mit 200.000 Liter Füllvolumen, glaube ich, sind das, haben wir gesehen, na, oder 2 Millionen eher, wenn ich mir jetzt die Balkenanzeige anschaue. Da ist es halt auch, dass diese Hackschnitzel sind es, genau, dass diese Hackschnitzel nicht bei den normalen, da gibt es ja keine Sammelmöglichkeit. Da verschwinden die halt einfach. Und da produziert halt das Fahrzeug noch Hackschnitzel, man hat also was davon. Kann auch direkt Bäume auch umfräsen. Also kann man jetzt auch machen und dann die Hackschnitzel dahin bringen, wo man sie hinbringen will. Aber das ist ja das jetzt zum einen dann keine große Herausforderung und zum anderen ist halt der Spielspaß gering. Wenn jetzt jemand nichts mit Wald machen will und will einfach ein paar Bäume loswerden, dann kann man das auch relativ gut machen. Schauen wir mal, vielleicht finden wir mal einen Baum. Jetzt zum Beispiel auch ein bisschen hochgehen, da ist der Baum oben quasi jetzt ist er quasi abgeschnitten worden. Ja, jetzt sieht man es schlecht. Weil der ist quasi da schon durchtrennt worden und nur noch mehr auf sich quasi gestanden. Vielleicht können wir es mal nochmal nachstellen. Nehmen wir halt noch einen. Machen wir es nochmal nach. Da ist noch ein Baumstumpf auch. Sein, dass er halt durchschneidet und dann, wenn durchgeschnitten ist und das obere Stück runterrutscht, dann wird der Baum quasi entfernt. Und das jetzt, wenn man Holz rumliegen hat, auch so. Also wenn man zu nah an dem Holzstapel hinkommt, dann verschwinden die einzelnen Holzstämme auch. Genau, jetzt denke ich, haben wir alles. Im Video werden wir dann den Weg quasi da machen. Dann nehme ich so ein Field Creator Mod und dann mache ich den Weg rein. Ich mache den Weg halt als Feld oder mit dem Field Creator, also da wandle ich das Terrain in ein Feld um, damit ich es dann auf der Karte auch sehe, diese Wege. Zumindest kann man es halt so einstellen, man kann es jetzt ausstellen, auch dass es nicht sichtbar sind auf Wege, auch wenn man ein Feld draus gemacht hat. Aber normal sieht man es halt dann auf der Anzeige. Aber das werdet ihr dann sehen im nächsten Video, wenn ich das mache. Dann bis dann.